Herzlich willkommen am 8.11. Mal gucken, wer Präsident ist. Mal gucken, ob es der Verrückte ist oder die Lügnerin, man weiß es nicht. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und das ist Sauce Attack. Passt sogar, ne? Pop. So. Und jetzt ist unsere Aufgabe, ihr seht das schon, Washington zu schützen. Und das macht man dadurch, dass man die UFOs abschießt, die ich jetzt... Alter, wieso treffe ich denn hier nicht? Gibt's auch gar nicht. Alter, ich treffe jetzt hier überhaupt nichts damit. Die Waffe ist auch scheiße, aber... Was, der war auch kein Treffer. Ui. Boah, ist aber Alarm, ey. Muss tatsächlich irgendwie einen Frontaltreffer machen? Na, geht doch. So. Na, wird schon besiegt. Alter, das klappt auch nicht. Der bleibt natürlich jetzt stehen. Fliegt aber auch ein bisschen komisch. Fast außerirdisch. Ja. Falls sich einer fragt, nein, es ist nicht unbedingt ein Top-Titel. Aber ich dachte mir, so Alien Invasion passt ja eigentlich mal ganz gut. Und ich habe das, glaube ich, auch schon mal irgendwie gemacht, das Ding. Ich meine, da sind sowieso eine Menge Sachen aus dieser Serie, die ich schon gemacht habe. Aber ich denke, das passt eigentlich ganz gut nochmal. Wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben. Also ich weiß nicht, was ihr wollt, aber... Ich hol auf! Alter, jetzt aber! Ich krieg euch schon. So einfach. Das baust du wieder auf. Yes. Der ist nicht gelandet. Noch gebe ich nie auf. Reicht das? Nein! Ah. Mal ein Loch. Das durchregnet. First Lady, aber sicherlich stinkig. Yes! Es landet keiner! Den haben wir auch! Yes! So, komm hier. Ich spiele das durch. Ich habe da keine Skrupel. Lachen Sie bitte jetzt. Alter. Achso, bei 50 Punkten haben wir gewonnen. Och, ist ja super. Ja, ist ja spannend. Ist ein Riesengame. Ja, das ist Sauce Attack auf dem C64. Nicht unbedingt irgendwas, was man in seiner Sammlung haben muss. Aber ich habe es damals gezockt und jetzt habt ihr es auch nochmal gesehen. Ja. Dann sehen wir uns morgen wieder. Hoffentlich. Nicht, dass die Aliens gewinnen. Das wäre schlimm. Glaube ich. Also, ich weiß jetzt nicht für wen, aber wäre schon vielleicht nicht ganz so toll. Glaube ich. Können wir ja mal entscheiden. Sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Machen tolle Geräusche, die UFOs, ne? Sind die eigentlich abgas- und klimaneutral? Ich meine, ist ja auch mal eine Frage. Oder haben die eine Ausstattung auch von VW? Der Witz wird nie alt.